Placement Match Nummer 6. Gleiche Scheiße wie beim letzten Video. Why? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es die gleichen Leute sind. Ich glaube nicht. Ah, das wird lustig. Das wird wirklich, wirklich lustig. Ach so, so hundertprozentig das gleiche ist es nicht. Okay. Verteidigung, Junkrat. Es gibt immer wieder so Leute, die sagen, hey, nicht sofort Insta-Lock versuchen, einen Charakter zu nehmen. Aber ich spiele dann doch lieber den Charakter, wo ich weiß, wo ich halbwegs gescheit damit dabei bin. Und das sollte es hoffentlich tun. Ansonsten, ja, das sind eine Zweier, eine Dreier und ein Einzelner. Und bei dem Gegnerischen sind es eine Vierer- und eine Zweiergruppe. Also nicht wirklich. Nicht wirklich. 5 und 6 plus 1 oder 5 plus 1 plus 6. Was aber. Also das hat mich beim letzten Mal wirklich angekotzt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, Symmetra wäre ganz nett, wenn du nicht Symmetra wärst. Das wäre schick. Genau, oder halt ein Heiler. Ein Heiler wäre auch nicht falsch. Und wo läuft ihr jetzt eigentlich hier gerade rum, wenn ich fragen dürfte? Monsten ist wirklich doof. Die haben hier das geändert. Wenn man den Detonator in der Hand hat, dann zählt er nicht mehr als Juggle-Objekt. Bei denen hat er dann auch immer noch so in der Hand und schmeißt ihn als allerersten weg, was hier nicht mehr passiert. Er schmeißt wirklich nur diese drei Dinger weg. Die lustigerweise auch tatsächlich Sachen runterkullern. Cool. Shit, ich bin zu weit weg, um an meiner beliebten Position zu sein. Ah, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich hab... Achtung, Achtung, Achtung. Wie immer. Irgendwo kommen Leute. Ein bisschen aufpassen, dass die gerade eben nicht auch von hinten irgendwie kommen. May könnte hier clever sein, weil gerade dieser Chokepoint ist super fies, wenn die Gegner alle 5 Sekunden dann doch warten müssen. Das war zu... Wow, war wirklich zu weit. Hätte ich nicht erwartet. Das war nicht der beste Ort. Hallo? Achso, die wurde zerstört, als ich gesprungen bin. Das ist natürlich dumm. Holy fucking shit. Der Typ hatte für unendlich lange Zeit gefühlt 1% HP. Also ich bleib dabei. Wir brauchen hier eigentlich nicht jemanden wie Dings. Wie Symmetra. Seid doch, ich bin nicht hundertprozentig perfekt, weil sie halt, wie gesagt, eine Dings haben. Ah! Also ich finde es zum Teil extremst, wie schnell der Leute umnieten kann. Lustigerweise passiert mir das immer nur mit Junkrat. Das gegnerische... Ja, okay, da war ich aber zu doof. Einmal nochmal rausgelaufen. Ist mir auch egal hier. Dafür ist die Scheiße da. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit einfach genug. Also mal kurz hier aushelfen. Sollten wir jetzt hier nicht verlieren, wenn es geht. Ich versuche gerade so ein bisschen die Ultimate einsetzen zu können, aber das wurde mir bisher noch nicht gegönnt. Goddammit. Ist der weggelaufen? Scheinbar komplett weggelaufen. Ich wurde gestunt, während das Ding in der Luft war? What? Was war das denn für ein Blödsinn? Also die funktioniert nicht so zu 100% immer passend. Man sieht zum Beispiel auch, dass zum Beispiel jemand wie Farrah aus der Luft getroffen werden kann und runterfällt. Ich meine, wie gesagt, das ist ja ein gewisser Winkel, der geschlagen wird. Ist ja nicht nur, dass er nur auf den Boden haut, sondern ist ja in so einem gewissen Grad. Aber trotzdem ist es immer merkwürdig, wenn er in der Luft fliegt, der haut auf den Boden und... Was macht die Person, wenn ich fragen dürfte? Mal ganz kurz hervorheben. Warum immer diese Person im Endeffekt hinter uns entlang läuft. Das sieht immer lustig aus. Ja, deswegen, das meinte ich. Die ist hinter uns. Ja, und hier ist wirklich wichtig, weil die Junkrat Ult kann super hilfreich sein, aber ich bin lieber jetzt in dem Fall jemand, der dann... Der hat einfach das Ganze festgehalten. What the fuck? Was lustig ist, dass der auch immer mir hinterherläuft. Wieso eigentlich?
Oh boy, wie häufig die halt Dings haben. Yay! Triggered. Okay, schick. Okay, für mich geht es jetzt einfach nur darum. Einen? What? Da waren so viele Leute. Das habe ich nicht so hundertprozentig nachvollzogen. Gerade weil dann doch die Distanz von der Attacke eigentlich richtig übel sein sollte. Oh Gott, natürlich haben die einen Sniper, der noch weiß, wie man Sniper spielt. Oh, so eine Seltenheit, die man so gut wie nie trifft. Hey, dankeschön. Das war sogar gar nicht mal so falsch. Und das andere werden wir dann später sehen, wie gut oder schlecht es war. Seiten. Okay. Es ist niedlich und alles, aber nicht wirklich hilfreich. Yeah! Sehr schön. Hat mir jetzt nicht geholfen, aber. Whatever. Ah, könnte jemand sich vielleicht um den Teleporter... Teleporter ist immer genau der gleiche Scheiß. Ja, der Teleporter hilft uns hier so gerade überhaupt nicht. Och. Ja, das Problem jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Heiler und einen dritten Supporter, so gesehen. Okay, Glück gehabt, aber trotzdem natürlich. Erkennen Symmetra, change, you fat fuck. Das wäre in der Tat sehr angenehm. Okay, schnell das Ding mitnehmen, bevor jemand anders macht. Mit anders meine ich Gegner, logischerweise. Aufpassen. Ja, natürlich, irgendwann treffen die auch. Oh, bitte nicht draufgehen schon wieder. Das waren 600 verdammte Schaden. Das war dem egal. Okay, aufpassen. Hier ganz bewusst eine hinlegen, damit die gerade nicht hier gerade weggepusht worden sind, auf einmal von der Seite antanzen. Come on, come on, come on. God damn it. Stop aiming for me. Nein, what? Ja, natürlich hat er in der Zwischenzeit mich gefunden. Das Problem war, dass ich dachte, dass die alle noch da wären. Ich habe wirklich gedacht, die wären noch da, hey ho. Jetzt haben wir eine Idee, warum haben wir jetzt drei gottverdammte Tanks? Wenn du mit Tracer was anstellen kannst, okay. Genau. Und ich muss überlegen, ob ich auch change, einfach um jemanden zu haben, der sich um Dings kümmern kann. Hi! Das war sogar durchaus lustig. Nicht geplant, aber lustig. Obwohl wir immer noch jemanden brauchen, der sich so ein bisschen um die Tanks kümmert, genau. Und das mache ich halt, so gut es geht damit. Sehr schön. Das war zwar nicht geplant, aber auch hier nehme ich es wieder. Du hast überlebt? Ja, immer noch am Leben. Wow. Muss ich ein bisschen clever sein, muss einfach abwarten, um vor allem die Ultimate zu haben. Ein Reaper. Oh boy. Gott sei fucking Dank. Da wurde ich gerade so ein bisschen gerettet. Okay. Das war jetzt doof, aber ich muss den so offensiv nutzen, wie geht. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht ideal. Oh Mann, ey. Natürlich kriegen wir nichts gebacken. Das meine ich, ist ganz klar Symmetras Schuld. Unter anderem, klar.
Nicht immer nur einer kann an einem schuld sein, aber trotzdem. Er hat uns überhaupt nicht weitergeholfen. Teleporter war nett, aber... I guess. Ja, die heulen da wieder rum. Und das ist natürlich auch wieder ganz klar, wer mit wem zusammen herumheult. Come on. Gott, ich hasse Kleinkinder. Ja, und das Lustige ist, es gab vor kurzem Reddit einen Thread, wo jemand darüber geschrieben hat, dass er mit einer kompletten Gruppe von 12- bis 15-Jährigen zusammengespielt hat. Und das Lustige war, dass die bei beiden besser gespielt haben. Die haben sich nicht aufgeregt, haben ihre Klassen gekannt und alle anderen logischerweise ebenfalls. Und haben einfach zusammengespielt, haben miteinander kommuniziert und es hat funktioniert. Und dann siehst du hier diese Babys, die bestimmt alle in meinem Alter in dem Dreh sind. Und ja, klar, ich reg mich auch hier und da auf. Da bin ich also nicht jemand, der etwas anders in der Hinsicht ist, aber halt, die dann halt hier für 6 Stunden lang miteinander reden und kommunizieren und sich halt gegenseitig nur versuchen zu beleidigen. So clever bin ich dann auch wieder nicht. Reaper. Ich habe das genommen, weil das so schlecht ist. Und allgemein halt Reaper ja eh schon so ein Edgelord ist. Okay, wir haben 2 Dings. Wir haben Ja, ich will gar nicht wissen, was ihr da redet. Really, really don't. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Anfang, muss ich echt zugeben. Weil ich nicht immer so hundertprozentig sagen kann, wo man versucht hinzulaufen. Und das liegt einfach mal so ein bisschen daran, man muss wissen, wie die Gegner sind. Wenn man die gut flankieren kann, cool. Wenn nicht, dann muss man sich etwas überlegen lassen. Ich versuche die jetzt mal so ein bisschen cleverer zu machen. Okay. Mal gucken, ob ich mich hier clever anstellen kann. Sind hier ja alle, wow. Ja, schön, einfach nur abgelenkt. Einfach nur abgelenkt. Hat schon vollkommen ausgereicht. Ist das nicht lustig? Das war aber wirklich lustig. Standen da einfach? Konnte sie so ein bisschen ablenken. Das hat zwar, wie gesagt, nicht viel gebracht, aber weil ich dann auch wieder nicht treffen konnte. Ja, wir haben zumindest mal so ein bisschen gepusht. Ich werde definitiv überlegen, irgendwann zu wechseln, falls das hier... Achso, 12.000 Schaden, weil ich... Von der Runde davor, alles klar. Ab und zu muss man auch erstmal gucken, hä? Wie hat man bitte die 12.000 Schaden angeblich hinbekommen? So ganz bewusst hier reingehen, gar nicht erst weiterlaufen, einfach nur ablenken. Das ist alles. Die sollen denken, dass ich hinten lang gelaufen bin. Um sich dann um das Falsche zu kümmern. Nope. Nope, 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 nope. Okay, cool. Wie lange die überlebt, die Person? Fuck this Bullshit. Nope. Das mache ich nicht einfach so mit. Ja, schön. So muss das laufen. Okay, irgendwo ist noch jemand da. Er macht drauf. Wow, hat sie überlebt. Wo auch immer die Person hin ist. Wow. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aufpassen, wir wissen, dass die da sind. Wir haben sogar jetzt eine Diva. Unfall. Okay, mir geht es jetzt gerade so ein bisschen darum, zu versuchen, clever zu agieren, you know? Was zugeben nicht selbstverständlich ist, aber... Okay, gut. Ab und zu geht es auch einfach nur darum, die zu nerven. Sehr schön. Da, weg mit dir. Auch egal. Zur Hölle. Überleg die bitte für 300 Jahre. Okay, okay, okay. Gut.
Ah. Weg, 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 weg. Natürlich genau rechtzeitig die Dings einsetzen können. Schade. Aber das war nicht komplett schlecht. Das war nicht komplett schlecht. The payload stopped. Ich komme hier nicht rum. Ah. Gut. Aber nur abgelenkt, das hat es auch schon getan. Naja, schubst du mich nur. Mach du nur. Ich hasse es, das klemmt leider ab und zu ein bisschen zu sehr an der Anlage. Okay, gut, gut, gut. Gut, drei Leute ausgenommen. Hinten lang gehen ganz bewusst. Nicht alle hinten lang gehen, bitte. Weil sonst wird das nichts. Wo sind denn alle von euch hin? Dankeschön. Okay, okay, okay. Mach du nur. Wir haben hier irgendjemanden über uns, wenn es geht. Genau. Das Schöne ist, dass es wirklich nur für den Mech gilt. Achtung. Also, die wirkten nicht wirklich stark. Okay, Soldier 76. Irgendjemand kümmert sich jetzt darum. Wenn ich das bin, okay. Von mir aus. Oh Mann, ey. My ultimate is charged 60 seconds. Okay. Nein! Okay, das war mein Fehler. Ich dachte nicht, dass der in so einen Winkel landen würde. You ass! No! Stop! Pass into the iris. Oh, meine Güte. Komm, man, schieb bitte. Yes, sehr schön. Nicht aufhören. Oh boy. Come on, come on, come on. Das sieht aktuell wirklich gut aus. Come on. Oh Gott, die gehen alle wieder drauf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier ganz alleine. Das Schild ist clever positioniert. Ja. Also hier haben wir wieder zu Recht verloren. Meine Güte, wir verlieren jedes Spiel mittlerweile. Bin gespannt auf meinen Rang. Bin wirklich gespannt. Mal gucken, ob ich es über Bronze schaffe. Fair fact is, nein. Nein, das war nicht mal der Fall. Was uns fertig gemacht hat, war alles. Alles hat nicht funktioniert. Oh, hier, cool, ganz hinten ist Bord. Ja, also das war enttäuschend. Die Leute wussten nicht, was sie gegen Reinhardt machen. Die haben lustig in Pharaohs Schild rein, Pharaoh machen lassen, was wie gesagt problematisch war, aber... No shit, Confucius. Na, hier war einfach das Problem. Ja, ihr seid dann lustig weitergelaufen, weil ihr nicht realisiert habt, was? Pharaoh? Fliegen? Was? Deswegen ist es immer wieder lustig, immer der Beste zu sein. Und sich dann irgendwelches Rumgeheule anhören zu müssen. Tja, drei Spiele hintereinander verloren. Bin gespannt, ob ich wirklich höher als Bronze kriege. Ich meine, ich werde höher als Bronze kriegen, alleine weil ich schon Rang 60 beim letzten Mal erreicht habe. Das ist definitiv eine Sache, die mit einberechnet wird, aber trotzdem. Wäre schön, wenn es trotzdem besser laufen würde, you know? Jetzt sehen wir noch, wie wir hier richtig schlecht dabei sind. Oh fucking hey. Und damit kommen wir zum Ende dieses Teils. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.